Hey, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jo, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach, schnell und simpel die Simmerringe von eurer Gabel tauschen könnt. Wenn ihr das Ganze professionell tauschen wollt, also wirklich einen Service machen wollt mit Buchsen und so, hier ist ein Video dazu. Ich habe das einmal ausführlich gemacht, wie man die Gabel wirklich komplett zerlegen kann. Als erstes müssen wir jetzt mal die Gabel ausbauen. Dafür kommt das Moped auf den Hubständer. Und dann jo, einmal oben und unten Gabelbrücke lösen und natürlich davor noch Vorderrad rausbauen. Muss man nicht mal zwingend, aber mache ich, weil es ich persönlich einfacher finde. Und dann auch noch den Bremssattel abmontieren, genauso wie diese Bremsleitungshalter hier. Also hier kann man jetzt ganz gut sehen, ohne Faltbelag, dass hier auch schon gut was runtergesifft hat. So, jetzt müssen wir erstmal diesen Clip entfernen. Dafür braucht ihr einfach einen kleinen Schraubendreher und fahrt einfach hier in so ein Ding rein und dann löst sich der schon. Einmal vorne dann noch als erstes. Da klippt er schon raus auf der Seite. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und dann kann man den Rest auch noch rausklippen. Manchmal sind die auch ein bisschen festgerostet. Also jetzt können wir auch schon die Staubkappe und den Wellendichtring entfernen. Die Staubkappe kann man manchmal so mit einem Schraubenzieher schon hochhebeln. Genau, in meinem Fall funktioniert das jetzt auch ganz gut. Einfach in den Rand reindrücken. Ihr werdet sie wahrscheinlich eh tauschen, weil Staubkappe plus Wellendichtring kostet nicht die Welt. Und jetzt kommen wir eben zum Hauptproblem, den Wellendichtring da unten. Und der ist eben auch beschissen rauszubekommen, weil den könnt ihr nicht einfach raushebeln, der sitzt ein bisschen fester. Und jetzt kommen wir zum Trick, wie man den ganz easy rausbekommt. Aber wie gesagt, auf eigene Gefahr. Und zwar braucht ihr für das Ganze einen Akkuschrauber, ich nehme jetzt einfach meinen Schlagschrauber und zwei Spacks. Nach Möglichkeit ein bisschen dünne und kurze, ich habe jetzt nur die da, deswegen nehme ich die, aber die funktionieren auch top. Und alles, was wir jetzt machen, hoppala, ist die Spax einfach hier in den Dichtring reinzuschrauben, ohne dabei das Tauchrohr zu beschädigen oder das äußere Gabelrohr. Das ist wichtig, dass ihr da in die Mitte trifft. Genau. So Leute, ich habe jetzt mit einem Zweierbohrer zwei kleine Löcher vorgebohrt und dann die Spax reingedreht, also nichts dabei. Ein bisschen aufpassen wegen die Späne. Und ja, so sieht es jetzt aus. Und jetzt können wir uns einfach eine Zange nehmen und an den Spax den Dichtring hochziehen. Abwechselnd. Er ist schon fast draußen, das Öl kommt auch schon mit. Das heißt, ich brauche mal ein Tuch. Vorsichtig, dass er die Beschichtung nicht beschädigt. Und das war eigentlich auch schon der ganze Zauber. Denn jetzt geht es daran, den neuen Dichtring einzubauen. Da einfach ein bisschen ölen mit dem Gabelöl oder wenn ihr keins habt, dann einfach ein bisschen Fett hernehmen und dann das Ganze nach unten schieben. In die Gabel reindrücken, kommt auch schon wieder ein bisschen Öl, das drückt es natürlich jetzt raus. So. Jetzt können wir den auch vorsichtig mit dem Schraubenzieher ganz reindrücken. Das sollte in dem Fall eigentlich gut hinhauen. So, und als letztes dann einmal das Tauchrohr gut abwischen. Ich habe jetzt sogar die Gabel hier umgedreht und dann schauen, ob das Ganze dicht ist. Einfach mal ein paar Mal komprimieren. Es ist normal, dass ihr dann am Anfang hier noch so ein bisschen so einen Rand bekommt, weil da einfach noch ja, ein bisschen Dreck im Tauchrohr ist wahrscheinlich. Können wir jetzt ein paar Mal abwischen, solange kein Öl dabei ist. Ich meine, kann auch noch sein, aber wie man sieht, ist die Gabel jetzt auf alle Fälle dicht. Es kommt nirgendwo mehr Öl. So soll das sein, so passt es. Wie gesagt, der einfache Weg, der richtige Weg wäre natürlich,
die Gabel komplett zu zerlegen, Gleitbuchsen und sowas zu tauschen, weil die meistens eh nie getauscht werden. Aber wenn ihr es schnell und einfach zudem kostengünstig machen wollt, dann funktioniert das so auch prima. Und wenn ihr vor allen Dingen wisst, dass eure Lager und so noch gut sind, Gleitbuchsen, oder ihr einfach euch noch nicht so auskennt und euch Geld sparen wollt, ja, kann man das so machen. Ja Leute, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. In dem Sinne, ich baue jetzt die DT noch zusammen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Halt,